Willkommen zu meinem neuen LP, so die Mumie kehrt zurück. Und ich auf jeden Fall willkommen Leute zum LP. Erstens, was ich zu sagen habe, das LP, das Spiel meine ich, na klar, von Universal Games Interactive oder so heißen die, glaube ich. Die ist, glaube ich, auch gar nicht mehr gibt, glaube ich, so als Entwickler. Die gehören, glaube ich, jetzt, die Rechte von denen gehören jetzt, glaube ich, zu Activision, oder? Kann das sein? Ich glaube schon, ne? Auf jeden Fall, wir spielen die Mumie, kehrt zurück. Das Spiel zum Film, sogar in der Tat. Was ich hier gerade auch liegen habe von mir. In der Tat. Und auf jeden Fall, ihr könnt sogar noch entscheiden, Leute. Ah ne, das sage ich nachher. Alles. Auf jeden Fall werden wir ein neues Spiel machen, ne? Erstmal Extras nur. Da ist ein Titelwellen, um Filmtrailer zu sehen. Das werden wir nicht machen, wegen Rechte und so ein Scheiß. Und ja, auf jeden Fall. Wir sagen, neues Spiel einfach mal und kein großes Gelaber am Anfang einfach mal, würde ich mal behaupten, ne? Ja, man sieht auf jeden Fall, man kann ja auswählen, wen man spielt. Entweder Imhotep, ne, die Mumie, oder halt Rick O'Connell, den Hauptcharakter aus der ganzen die Mumie-Serie, wenn man es so sagen will. Ja, von der Mumie gibt es natürlich drei Filme. Müsste eigentlich jeder von euch wissen, ne? Wahrscheinlich. Aber halt nur vom zweiten und vom dritten Teil gibt es ein Spiel, ne? Was ich richtig schade finde eigentlich. Auf jeden Fall, das Spiel ist nicht blind, ich kenne es sogar. Ich kann mit beiden bis zu dem Endboss kam ich mit beiden sogar, ja. Weil den Endboss habe ich nie geschafft. Das schon mal vorweg, Leute. Heißt, da werde ich rumfehlen wie ein kleiner Furz wie beim Blähen oder so, ne? Auf jeden Fall, wir werden, ne, wer jetzt erwartet, mit Rick O'Connell spielen, das ganze LP rüber. Und mit Imhotep muss ich sehen, ob ich mit denen spiele. Weil mit Imhotep weiß ich nicht so genau, weil erstens, mit Rick O'Connell werde ich schon einen langen Spielspaß haben, wette ich mal. Weil ich weiß, oder nee, ich habe in Erinnerung, dass das Spiel nicht so leicht war. Ich kann mich irren, das war schon lange her, wo ich das gespielt habe. Weil das Spiel habe ich erst seit kurzem, ne, selber. Weil früher habe ich es mir nur ausgeliehen, vom Kumpel, ne. Auf jeden Fall, Rick O'Connell, ne. Vor 6000 Jahren führte ein tapferer Krieger namens Skorpionkönig eine gewaltige Armee in die Schlacht, um die ganze bekannte Welt zu vereinigen. Zwar kämpften der Skorpionkönig und seine Armee wacker, doch sie wurden von den Sumerern besiegt und weit in die heilige Wüste Amschir getrieben. An der Schwelle des Todes schloss der Skorpionkönig einen Pakt mit dem Gott Anubis. Wenn Anubis ihn am Leben ließe, um seine Feinde zu besiegen, würde er Anubis seine unsterbliche Seele vermachen. Im nächsten Jahr stürmte der Skorpionkönig mit der Armee des Anubis gen Norden. Keine Macht der Welt konnte die übernatürlichen Krieger aufhalten. Sumere wurden vernichtend geschlagen. Doch für den Skorpionkönig war der Augenblick des Triumphs auch sein letzter. Die Armee des Anubis kehrte wieder in die Leere des Vergessens zurück. Die Seele des Skorpionkönigs aber wurde in die Unterwelt verbannt. Ob schon seit damals Jahrtausende vergangen sind, wiederholt die Geschichte sich. Folgt man dem Kalender der Vorfahren, so ist abermals das Jahr des Skorpions angebrochen. Meine alten Freunde Rick und Evie, nun auch ihr Sohn, Alex, wollen ihre Zeit eigentlich nur mit der Suche nach Wissen verbringen, doch bald schon werden sie wieder einen gefährlichen Weg beschreiten. In den Ruinen der frühesten Vergangenheit stolpern sie über einen verfluchten Schatz, der sie zu ihrem vom Schicksal vorherbestimmten Platz im letzten Gefecht zwischen Gut und Böse führen wird. Denn die Mumie wird. Genau so ist es, Leute. Auf jeden Fall ein bisschen Spoiler, aber egal. Und trotzdem wirkt alles so vertraut. Sag mal, Mäuschen, wenn dieser uralte Tempel seit 1000 Jahren oder so von der Welt abgeschnitten ist, warum brennt dann gleich da drüben eine Fackel? Such's dir aus, Liebling. Es könnten Grabräuber sein, Schatzsucher oder auch nur die ewige Flamme der Verdammten. Super! Ich nehme die Grabräuber. Können wir jetzt gehen? Ich kann die Hieroglyphen kaum erkennen. Und trotzdem sagt mir etwas, dass ich das alles schon mal gesehen habe, wie in einem Traum. Was denn? Sand, Skarabäen, Skorpione,
Liebling. Nimm noch eine oder zwei Mumien dazu und du beschreibst im Wesentlichen unsere Flitterwochen. Skorpione? Wo? Sei vorsichtig, Alex. Ach, Mom, ich bin immer vorsichtig. Wow! Alex, alles in Ordnung? Ich glaube schon, aber ich bin in eine Art steilen Tunnel gefallen. Ich kann nicht mehr rauf. Tut mir leid, dass ich den Tempel kaputt gemacht habe, Mom. Oh, Alex, kannst du mir sagen, wo du bist? Kannst du etwas sehen? Nicht viel. Ich bin in einem riesigen Raum voller großer Statuen. Aber sonst kann ich nicht viel sehen. Es ist echt dunkel hier. Keine Bange, Alex. Wir sind gleich da. Wir müssen einen anderen Weg darunter finden. Komm, gehen wir. Leute, vorab, da wird's mit den Spoilern ist ganz falsch, weil es ist ja, denn die Mumie kehrt zurück. Ja, das steht ja mal gar nicht im Spieltitel oder so. Und zweitens, die Synchros sind mal so schlecht einfach, muss ich gerade mal wieder feststellen, das Spiels. Ja, die Lippen sind alle Bauchredner, die ganzen Leute hier, Rick und seine Frau, für den Namen ich gerade vergessen habe, wieder mal. Wie schlau ich war, aber egal. Auf jeden Fall, unser Sohn Alex ist auf jeden Fall ein sehr tapferer Junge, dem selbst im dunklen Loch noch sehr tapfer sich zu schlagen weiß und nicht ausrastet oder verzweifelt. Komm her, du scheiß Bandit, Alter. Du Grabräuber, du. Und ja, auf jeden Fall, lol, du lebst ja noch. Nein, nicht darunter, bitte. Ja, gut, hier liegst du gut. Lol, der lebt immer noch, Alter. Dynamit haben wir gefunden. Okay, das ist nice, weil erstens, Dynamit knallt sehr schön und wir haben zwei Pistolen, die wir auch mal kurz hier zeigen können, ne? Hier, Pistolen-Sound, sehr nice eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Das Spiel habe ich vor langer Zeit mal gespielt. Fandest du recht gut eigentlich, das Spiel. Habe ich nur recht schwer in Erinnerung, muss ich zugeben. Pistolen wegstecken. So, okay. So ging das. Fick gedrückt halt, ne? Auf jeden Fall, der Sohn Alex ist auf jeden Fall sehr aufmerksam, ne? Weil wenn er schon auf dem Boden, wie heißt das hier, ne? Durch den Boden fällt, muss er ja sehr aufpasst haben. Warte. Jo, das geht sogar, okay. Man kann die Fackel sogar entzünden, ne? Die an den Wänden hängen. Heißt, so können wir uns nicht verschaffen, ne? Hier. Im Tunnel. Im Tunnel war ich schon. Im Grab. Oder eher gesagt, in der Höhle. Ist ja eher eine Höhle als ein Grab. Derzeit. Weil Gräber habe ich bis jetzt noch nicht gesehen hier. Wir werden erstmal hier lang gehen. Habe ich gerade mal so beschlossen, ne? Weil hier war auch noch was gewesen, ne? Wenn er klar. Na klar habe ich hier schon Testaufnahmen gemacht, weil erstens, es war saudunkel das Spiel, saudunkel, ich habe hier nichts gesehen. Heißt, Leute, das da hinten, ne, nicht, R2, L2 meine ich, die hinten, das hinten meine ich, ja, die hinten auf jeden Fall, okay, unsere Frau geht den Weg, das hinten, ne, diese Treppe hat man, ne, null gesehen, letztens, weil es war einfach so saudunkel gewesen, heißt, die, unsere Frau hat hinten geschwoben, halt, ne. Nennt man das so? Keine Ahnung, bestimmt. Auf jeden Fall, ja. Gesundheit, die ich nicht gebraucht habe, egal. Springen kann man nur, wenn man am Rand steht. Heißt, wir müssen aufpassen. In der Testaufnahme habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass man durch Springen stirbt. Ne? Nur so nebenbei. Heißt, ich springe nicht gerne hier im Spiel. Muss ich zugeben. Aber egal, hier sind wir zwei Leute, wie ich sehe. Komm her! Ich trete dich weg, Alter. Na, wisst ihr was? Schick mal unsere Pistolen einfach, so X. Alter! So, komm. Wenn die da dran stehen, können wir sie auch einfach treten, ne? Ne? Weil, ne? Wir müssen ja auch nicht alle Munition verschwenden, die wir gerade haben. Dynamit, okay. Nice. Damit können wir bestimmt was wegsprengen. Ich frage mich gerade, ist jetzt Dynamit eigentlich da zum Wegsprengen hier? Im Spiel? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, ne? Bestimmt. Was hat man sonst Dynamit, ne? Alter, es ist ja dunkel, ey. Obwohl ich hier jetzt schon hochgestellt habe, ist es hier saudunkel, Leute. Nur kann man hier gerade mal klarstellen, ne? Ich sehe schon, komm, Leute, ne? Auf YouTube wird man nichts sehen. So rein null. So nada, nix. Egal. Bevor ich dahin gehe, wo ich schon mal hingegangen bin, ne? In der Testaufnahme, gehe ich erstmal nach oben. Weil oben ist noch was so, da kann man noch wohin, ne? Zimmer habe ich jetzt mal nicht gestellt, einfach, weil ich es kann, ne? Ja. Ich will nur gerade klatschen, Leute. Wo ich die Helligkeit nicht hochgestellt habe, habe ich erst gedacht, hier, das hier, ne? Diese ganze Treppe wäre hier eine Grube. Ein Abgrund, ja. So dunkel war es gewesen, ne? Nur so nebenbei. Leute, warte. Ist da was?
In der Tat, das war's. Das will ich gleich checken. Erstmal erkunde ich die Scheiße hier. Diesen netten Gang und diesen netten Raum hier, ne? Wo die große goldene Tür steht. Und Säulen und eine Leiche, wo bestimmt nur wieder Dynamit liegt. Der jetzt schon komme. Erstmal die Fackel entzünden, ne? Obwohl der Raum schon von alleine hell, sehr hell ist, muss ich zugeben. Bestimmt so unsichtbare Fackeln, die ich einfach nur nicht sehe, weil ich so blind bin, ne? Egal. Nein, warte. Fackel ablegen, wie geht das? Drei gedrückt halten und Viereck, oder? Jo. Ich muss sagen, Leute, ich die Steuerung muss ich mich nur dran gewöhnen an die Steuerung. Schnell, schnell, schnell. Dynamit. Oh, Skorpion, mein Gott. Sogar recht groß, Skorpion eigentlich, ne? Aber nur ein bisschen groß, ne? Lol, warte. Ne, X, ne? Ja, X. Muss zugeben, Leute. Ja, ich muss sehr auf fast zugeben, ne? Ich muss zugeben, die Steuerung des Spiels ist schon ein bisschen scheiße, aber ne, man kann darüber hinwegsehen. Genau wie über die schlechte Synchro einfach mal. Die hat man derbst scheiße jetzt eigentlich, aber egal. Ja, sehr viel egal hier. Unglaublich! Die Kammer des Skorpionkönigs. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was da drin ist. Mom, Dad, ich bin hier. Seid ihr das? Ihr müsst mich hier rausholen. Alex, halt durch! Wir beeilen uns! Geht nicht auf! Versuchen wir es auf deine Art. Kannst du die Anweisung auf diesem Ding lesen? Hier steht was von vier Schlüsseln. Nein, nicht genau Schlüssel. Vier riesige Rubine, die als Schlüssel dienen. Wir müssen sie in diese Kartusche einbringen. Dann ist der Skorpionkönig zufrieden und lässt uns eintreten. Na also, hört sich gar nicht so schlecht an, Alex. Wir müssen nur diese Rubine suchen und kommen dann gleich wieder zu dir. Also gut, dann mal los. Jo, Alex, wir suchen mal einfach hier Rubine. So richtig fette Rubine. So vier an der Zahl wahrscheinlich, ne? Heißt, wir kommen in ein paar Jahren zurück, ne? Ja. Auf jeden Fall, mit mir hat man schon zwei geile fette Rubine. Heißt, wir brauchen nur zwei. Aha, wer ist verstanden? Bestimmt jeder. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir gehen erstmal den Weg, ne? Der am nächsten ist, ne? Der noch leicht zu beklimmen ist. Sogar in der Tat, ne? Und hier ist ein Grabräuber, Grabwächter. Ne, Räuber, ja, ne? Lol, wo ist der? Seh nix! Ich kann mal so scheiße! Mein Gott! Oh, da ist er ja! So, ich tritt hier weg, Alter! Geh in meiner... Ja, geh halt in meinen Trittfuß rein, ne? Alter, ey, wie tritt, ne? Voll der Combo-Breaker, ey. Ich muss sagen, irgendwie kann Conan sehr gut treten, ne? Ne? Und sich da unten sich auf einen Fuß drehen, voll gut sogar. Was ich nie im Leben könnte eigentlich. Weil ich nicht so durchtrainiert bin wie er wahrscheinlich. Alter, okay. Jetzt wird's hier mal saudunkel. Was ist das hier? Pistolenmunition. Heißt, wir haben jetzt ungefähr 39 Schuss. Heißt, wir haben recht viel. Bis jetzt. Wir geblocken. Okay, Viereck. Alles ist ja dunkel, ey. Mein Gott. Noch einer. Warte mal. Ah, nee, komm, wir brauchen kein Pistolenmunition. Wir haben noch genug Leben. Heißt, wir müssen nicht auf Nahkampf, auf Fernkampf setzen, ne? Hier ist ein Ägypter. Ein mumifizierter. Okay. Das sind drei Grabräuber. Heißt, wir erschießen die mal einfach. Kurz und knapp, ne? Einmal hier kurz und knapp alle weggeschossen, ne? Okay, anstatt zu viel, egal. Stimmt ja! Wir haben hier noch die Dynamit, ne? Heißt, wir hätten die auch einmal wegspringen können. Auf brutale Art und Weise, ne? Ich glaube, wir haben ja genug Munition, von daher. Was ist hier? Eine Schatzkammer. Okay, da ist wieder einer. Komm her! Wow, einmal ab. Da ist Muni, okay. Irgendwie liegt hier, das ist hier eine, ja. Irgendwie liegt hier richtig viel Munition rum, ne? Obwohl das ja irgendwie eher eine Grabkammer sein soll, ne? Also Munitionlager, ne? Nur so nebenbei. Komm her, Alter. Ja, wie die immer abhauen, ne? Ist auch so ein Ding, ne? Komm her, Alter. Geh auf den Boden und knie dich nieder. Oder leg dich vor mir einfach und, ja. Ruh dich einfach aus, ne? Ruh dich einfach aus, du kleiner Grabräuber, du. So. Das war er auch schon gewesen. Weil, okay, da war eine Fackel. Zum Anzünden. Und hier auch noch welche. Welche Feuerständer. Hier liegt nichts mehr, wie ich sehe. Okay, irgendwie recht groß das ganze Gebilde hier. Muss ich gerade mal zugeben. Halt, wir gehen erst hier lang. Weil ich... Ja, keine Ahnung, warum ich es hier tue. Alter, okay. Langsam wird es mir ein bisschen zu groß, Leute. Muss ich zugeben.
Ich hasse große Gebiete, weil erstens, da kann man sich leicht verlaufen. Zweitens, da muss man sehr viel laufen. Drittens, die sind einfach nur scheiße. Wenn man viel laufen muss. Ich bin hier im Stadtraum. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel leckt eben wenig. Und nein, es liegt nicht daran, dass ich aufnehme. Heißt, das Spiel hat unregelmäßig viele Frames. Wenn man es so nennen darf. Was man ja bestimmt darf, ne? Weil ich bin und so darf man es nennen, laut mir. Und ja, ne? Der erste Part wird mal einfach lange gehen, ne? Glaube ich mal einfach. Weil ich sehe schon, wir nehmen 15 Minuten auf ungefähr. War hier schon? Nee. Hier steht so eine Art Schakal-Statue. Die recht nice aussieht sogar, ne? Oder? Oh ja. Bisschen texturreicher wäre geil, aber naja, was soll's. Lol, was? Was ist hier? Oh, oh, Alter! Pff, das hab ich gerade erschrocken, ey. Ja, wo ist Evie? Heißt Evie, ja, glaub schon, ne? Meine Frau heißt Evie, ne? So hieß sie ja. Geil, wenn ich, mich erschrecke, weiß ich, wie meine Frau heißt. Ich bin schon immer so. Auch wenn ich, im Mühlef bin, ne? Sag ich erstmal, Frau, wie heißt du? Fällt mir dann Name nicht ein, ne? Dann erschrecke ich mich vor meiner Katze, die ich nicht besitze. Dann fällt mir der Name auf jeden Fall wieder ein. Weil ich mich erschrocken habe. Ist wie beim Schluck auf, ne? Hat man Schluck auf, erschreckt man sich, ist er weg. Nur halt andersrum, ne? Ja so. Na schlimm erinnern, ne? So abgefuckt gerade. Weil man halt so trocken ist. Ne? Halt, man erschreckt sich und dann weiß man halt alles wieder, ne? Ist halt nur andersrum, ne? Weil bei Schluckmann, bei Schluckmann. Auf jeden Fall bei Schluckmann. Weil bei Schluck auf, ne? Vergisst man. Ne, da vergisst man nicht. Da, ne? Wo ist die? Da, ja, ne? Da verliert man halt den Schluck auf, ne? Weil da verliert man halt was, ne? Und beim Schrecken habe ich mich halt gerade wie was gerade an was erinnert, ne? Ach, ich verstehe schon, ne? Bestimmt. Evie, wo bist du? Na, egal, scheiß drauf. Wir brauchen schon Evie, wenn er eine Fackel hat, ne? Oh, Pistolen hat. Ne? Oder irgendwie auch schon ein bisschen lame, dass ich mich von so einem Spiel erschrecke, ne? Na egal, was soll's, ne? Alter, dein Ernst jetzt? Leute, muss zugeben, das hier erinnert mich gerade ein wenig an Dark Souls, an die, an die Katakomben der Giganten, Titan, hieß die so, die Ebene, die Katakomben der Giganten, also was in der Art hieß die, Mumie, scheiße, okay, denk mir mal einfach für meinen Teil, dass die Mumie einfach nicht zerstörbar sind. Weil irgendwie waren die Mumien ja eher so, ne? Wesen, die man ja nicht einfach so killen kann. Einfach so, ne? Leute, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich hätte die Waffen nehmen können von den Grabräuber. Diese Sensen da. Die Sichel. Sichel, ja so. Sichels! Nenne ich die mal einfach. Ah, egal, komm. Erstmal hier rumgehen. Durch das ganze Labyrinth hier. Auch wenn es bestimmt kein Labyrinth ist. Auch wenn... Es ist Evie. Evie, bist du es? Evie! Ja, das ist Evie. Okay. Nice. Habe ich sie auch wieder gefunden. Heißt, ich kann mich hier noch fortpflanzen, wenn ich hier nicht mehr rauskomme. Die Mumien gehen wir lieber aus dem Weg, weil ich keine Waffe habe. Also jetzt keine Nahkampfwaffe, ne? Die ich hätte irgendwie gerade. Nee, hier war ich schon. Heißt, ich gehe jetzt in die Grabmal der gigantenartigen Gewässer. Gewässer auf jeden Fall, ne? Wenn ja so viel Wasser ist in Ägypten, ne? Ne? Nein. Auf jeden Fall in das Katakombenartige Ding hier. Ja, hier. In diesem großen Raum. Liegt eine Fackel? Ja, eine Fackel. Boah, aber jetzt nicht. Oh Gott. Am liebsten will ich gerade speichern, einfach nur. Oh Gott. Boah, ging sogar, ey. Okay, das angezündet. Alter, wie schmal die Gänge hier sind, ey. Okay. Nicht mehr so schmal eigentlich, ne? Aber egal. Passt schon alles. Na egal. Noch mehr Zombies, ey. Nein, nicht darüber stolpern. Oh mein Gott. Und ich weiß, dass ich noch im letzten Testrun, ne, bin ich am Anfang des Spiels dank des Sprunges runtergerollt, die Klippe, ja. War auf jeden Fall sehr nice, die Erfahrung. Wie es da unten so aussieht, ne. Können die springen eigentlich, die Zombies? Ne. Nice. Und sehr schön, das so. Lol. Okay, Evie kommt nicht hinterher. Auch nice. Heißt, ich gehe hier erstmal hoch. Noch ein Zombie, die ich einfach sehr gut umgehen kann, Alkom. Aber versuchen, Geronimo! Oh Gott, war so leicht gewesen, ne? War so recht leicht gewesen, der Sprung, mein Gott.
Ich bin so recht safe eigentlich, ne? Ist das eine Brücke hier? Ist das eine Brücke? Nee, das ist ein bester Abgrund, ne? Bester Abgrund zum Sterben wahrscheinlich sogar hier. Okay, ein Pharao. Oder ein Häuptling. Ration, die ich nicht gebraucht habe. Ah, komm. Einfach drauf zuschlagen. Ich glaube einfach mal, die sind nicht mehr unsterblich. Weil irgendwie muss der ja hier einen Grund haben, hier zu liegen. Der spezielle Häuptling hier. Ja, komm schon, geh tot. Auch wenn du schon tot bist, aber egal, geh einfach tot. Lol. Man kann die echt, töten, ne? Man kann die echt sterben, ne? Voll deutsch. So, geh an. Feuer, danke. Da ist Spinnenrubine. Ach! Leute, hierin kann ich mich sogar noch erinnern. Dass diese speziellen Zombies. Geht das? Bitte sagt ja! Oh, ja, es geht. Dass die speziellen Zombies Rubine fallen lassen. Daran kann ich mich sogar noch erinnern, an so eine Scheiße. An so einen unwichtigen Kack, ne? Kann mich erinnern, aber nicht wie meine Frau heißt hier, ne? Ja, wer muss schon den Namen seiner Frau wissen, ne? Scheiße. Scheiße. Das war nicht so schlau, ne? Das war echt nicht so schlau, ne? Scheiße. Ja, Leute, ne? Ich muss sagen, ich hoffe, wir starten jetzt da. An der Katakomben-Dings da. Also halt, wo wir den Rubin eingesammelt haben. Weil wenn nicht, dann frage ich mich, scheiße. Dann müssen wir ja alles normal machen, ne? Wissen wir? Sag bitte nein. Nein! Oh nee, ey, echt alles mal von vorne. Oh Gott, ey. Oh nee, ey. Wie ich jetzt schon keinen Bock auf das Spiel mehr habe. Nein. Mach habe ich schon, aber ja, ne? Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ihr wisst schon, was ich meine, Leute, auf jeden Fall, ey, würde sagen, geh tot, du Scheiße, und renn nicht weg von mir, ey. Hast du einfach Angst vor mir? Sieh aus wie eine Mumie oder so. Nein, bestimmt nicht, ne? Sieh aus wie ein normaler Mensch. Ne? Alter, wie immer runterfallen, ne? Leute, nein, ihr werdet nicht alles hier von vorne jetzt spielen. Ich werde einfach jetzt cutten, ne? Für euch heißt, im nächsten Part, Leute, sehen wir uns so gut wie, da wo wir gestorben sind. Kann man hier speichern, ne? Nee. Noch blöder eigentlich, ne? Hier, komm, geht tot. Erstmal, hier, ne? Kurz mal durchsuchen, ne? Das geht sich ja auch im Spiel, wusste ich gar nicht. Heißt, wir haben jetzt so eine geile Sichel, die auch gern geil, findet. Die auch gern geil findet, ey. Voll durch heute mal wieder von mir. Over the top, einfach over the top. Ja. Ja, man merkt, ich hab nicht viel getrunken. Heißt, meine Kehle, mein Mund ist sehr trocken. Heißt, ich bin scheiße. Ja, auf jeden Fall, Leute, bis zum nächsten Part. Wenn ich wieder am Touristort bin, von mir, schüttel die Kopfstuhl reingehauen. Ciao. Und wir werden nicht vergessen, wird mir sehr viel bedeuten. Und ja, ciao.